Ich bin Bruder, M-Punkt Bruder, ich bin Transformer Bruder, ich bin Optimus Prime. Motherfucker! Motherfucker, Bruder! Geil! Da hab ich damals drauf reagiert, krass. Ich fick euch, Land. Komm und küss Knie, du Hund. Ey, ich feier Manuel so krass, Digga, einfach. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Wir gehen rein, Freunde. Cindy, see it in, man. Hab ich Bock drauf. Let's go. Was bisher geschah? Wallah, ich bin im Knast. Was mach ich hier? Oder? Ruhe jetzt hier! Manuel! Brenner! Brenner dir! Verdammt, ihr Scheiße, Mann! Sag mal, sag dir, wir kaufen den Stahl, wir ficken seine Mutter. Komm, du Hund, komm! Edgy Bad. Wer sich mit uns anlegt, der geht richtig in die Fresse! Ey, was ist das denn für ein Telefon? Können wir Flair anrufen? Sollen wir Flair anrufen? Geh vor meiner Eier! Geh, Köln! Dann gehen wir mal ins Fitnessstudio. Steig ein! Yes! Dunk it out, man. Cringe. Boah, das nervt. Training. Mein Thema, Digi. Hallo, Leute, ich bin hier. Was geht ab, Shabab? Hallo meine lieben Freunde, ich heiße euch willkommen. Der klassische Disco-Pumper. Ohne jetzt hier auf Rambo zu tun, Bruder. Bruder, es gibt nichts Besseres als Knast für Training. Also wenn ihr da noch irgendwie Trainer braucht, ich stehe euch gerne zur Verfügung. Spann mal an. Manuel. Sportkanone, Bruder. Ja, Habibi. Ich bin Bruder, M-Punkt, Bruder. Ich bin Transformer, Bruder. Ich bin Optimus Prime in den Shit, Bruder. Mich kriegt keiner klein. Ich schwör's dir, wie traurig ist das? Ey, ohne Manuels wäre der Shit nicht lustig. Ich schwör's dir, Dicker. Eigentlich, diese Schweine definieren sich nur über ihre Muskeln. Lack, der soll die Schnauze halten, dann. Lack halt die Schnauze, du Hund. So, und jetzt fangen wir mal. Ey, die Animationen sind auch anders geworden, wa? Qualität ist ein bisschen krasser geworden, oder kommt mir das nur so vor? Die Bewegungen sind irgendwie so flüssiger. Mit dem Training an. Bist du bereit, Bruder? Die ganzen Übungen, wo man mit dem ganzen Körpergewicht arbeitet, wundert euch nicht, wenn ihr mehr schafft. Es liegt nur daran, dass wenn man 30 Kilo wiegt oder 40 Kilo, dann ist natürlich auch so eine Übung viel einfacher. Es hat Muskeln. Das ist so ein Bodybuilder, ist das. Bang! So, der wackelt so mit seinen Brustmuskeln. Motherfucker! Motherfucker! Motherfucker, Bruder! Geil! Der hat Muskeln so. Bang! Ja, buh, ja, Haut! Digga, ich bin eine fucking Legende. Drück, mach, hol raus. Tschüss, Alter, hast du den Spagat gesehen? Tschüss, Mann. Oh, du, scheiße, hab ich Durst. Während des Trainings werde ich des Öfteren gefragt. Das so fangen die Hurensöhne natürlich auch immer an. Ich werde immer... Ah, krass, das ist Farid Bang. Dist Fitness-YouTuber, Bro. Teil 1, glaube ich sogar. Da habe ich damals drauf reagiert. Krass. Frag, kam mir direkt bekannt vor. Was trinkst du denn zum Training? Ja, und ich kann euch eigentlich nur sagen, durch den hohen Wasserverlust und Salzverlust sollte man wenig Wasser trinken und auch vielleicht ein bisschen Salz dazu streuen. Fickt eure Mütter. Jetzt zeige ich euch mal, was ich trinke zum Training. Fickt eure Mütter, der war geil. Ja, Chara. Wallah, gut.
Vater. Ich werde jetzt weitermachen natürlich. Ich bin jetzt direkt, es geht jetzt direkt weiter. Ich fick euch lang. Was? Geil. Alter. Ich fick euch lang. Einfach in dem Schrank drin, Bruder. PA, you didn't, man. Steig ein. Digga, Amana Köln. Alles kein Problem. Also lasst euch ja nichts von diesen Trainern von McFit oder so erzählen, weil die haben eh alle nichts drauf. Ja, macht die Übung am besten, die Hammer Curls, immer so nach innen, dass der Muskel so, so habt ihr keinen verkürzten Muskel. Die Trainingsübungen kennt ihr alle, weil ihr die auch selber praktiziert, so in dem Bereich. Ballern. Bro, hör auf, Digga. So geht die. Tschüss. Manuel ist gewürzt. Ja, Bruder. Ich würde auch nicht so auf Maximalkraft gehen, ehrlich gesagt. Nimm lieber 60 Kilo, mach mehr Wiederholung. Du fickst nur deine Schulter und alles damit. Halt deine Fresse, du Pisser. Yo, mach mal Zelle auf. Yalla, duschen. Oh shit, die Dusche. Macarena. I'm on it. You want it. Ey, ich feier Manuel so krass, Digga, einfach, Bro. Der ist der geilste Typ, Digga, ich schwör's dir. Like, ich bin fertig, wenn ich fertig bin. Komm mal, Dusche. Kelp. Komm und küss Knie, du Hund. Und seinen Rücken. Ich würde auf jeden Fall wollen, dass du deine Knie hinter deine Ohren nimmst, dass ich dein Arschloch lecken kann. So. Aber so, Bah, 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 diese gottlosen Bastarde. Digga, das ist so eklig. Komm, küss Knie, du Hund. Geil. Ich habe mich heute Morgen rasiert gegen den Strich. Lachschau, Schwanzkuss, komm, nimm mal diese Shampoo, ja, Maniak. Ganz bestimmt nicht. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Seid ihr bescheuert oder was? Mach die Anschein, dass er Land gewinnt, sonst frisst er die Scheiße. Ihr Karstenstall ist auf, Baba. Warten. Alter, diese Karstenstall, diese Maniac. Was will der von mir, Land? Er ist einfach ein Tier. Ehrenmann. Okay. Der meint's auf jeden Fall ernst. Süße Badehose auf jeden Fall, dicke, einfach eine Badewanne drauf. Cindy C ist schon. Kleiner Gauner, Digga. Willst du die Scheiße fressen oder was? Ich will natürlich niemanden zu einer kriminellen Straftat hier motivieren. Aber. Bruder, du musst dich da gerade machen, Bruder. Hau dem Typen in die Fresse, Bruder. Hau dem Typen in die Fresse, Mann. Wie du willst, Bruder. Das nehme ich sehr persönlich. Manuel! Manu, Manuel! Nicht hier! Tschüss, Mann. Manuel! Werd Mann, du Hund! Ja, leck, werd Mann, du Hund! Habibi Kasten, Walla! Bruder, hör doch auf! Reicht jetzt! Kasten, Abi!
Geh von seiner Eier runter, Yadin. Geh runter von seiner Eier. Wallah, Mo. Ach du Scheiße. Mach, dass euch immer wisst. Und zwar ganz schnell. Du weißt, ich liebe dich. Halt die Fresse. Geil. Abonniert das Ding. Und oh shit, man. Sido am Dancen heute, oder was? Ey. Geile Folge, Digga. War wirklich mal wieder eine nice Folge. Die nächste Folge gucken wir im nächsten Stream, Freunde, ja? Ich küsse euer Herz. Grüße gehen raus an SinDC. SinDC, den Man. Welche wie das Love, Bro. Geile Folge. Die letzte Folge hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, aber die Folge war mal wieder richtig geil. Die üblichen alten Verdächtigen. Manuel muss immer eine große Rolle spielen in deinen Folgen, sonst macht's keinen Sinn, Digga. Sag ich dir ehrlich, wie es ist.